Ich komme fast nicht rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Paladin-Spiel namens Minecraft Draro. Ja, der coolste Server. Scherz. So, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich wieder sehr am mich loben. Nein. ja, ich war heute wandern lange. Bin ich zurück und möchte gerne ein bisschen aufnehmen. Hier habe ich noch ein bisschen geangelt, weil ich jetzt noch nicht ganz so schnell fit war. Wieder. Ja, sehr mühsam, wenn man so viel wandert. Das sind 6 oder 7 Kilometer. Genau weiß ich es jetzt nicht. Aber ja, schon richtig viel, oder? Und toll, dass die Parts ja recht gute Aufrufe haben für Minecraft. Weil Minecraft ist ja so langsam im Gehen, also viele Projekte tun sich absetzen oder andere Projekte wie zum Beispiel das hier ist halt immer noch sehr altmodisch, oder? Und deshalb kommt das auch nicht so gut an. Wie zum Beispiel Skyblock oder Hypixel Skyblock-Zeugs. Also alles allgemein mit Challenge ist jetzt einfach noch aktiv. Aber leider so Roleplay und so Sachen. Ich habe schon längere Zeit keinen Roleplay-Server mehr gefunden. Sind alle down, sind alle weg. Und ich möchte dran glauben. Dran weiter glauben. Dass es weiter einen Server wieder aufmachen. So, wir brauchen das Schild noch. Ein Diamant und Gilded Plating. 3 haben wir leider nicht. 4. 5, 6. Nein, 6. Wir müssen noch 3 machen. Okay, Gated Iron haben wir noch. Das ist Bronze. Gated Iron ist ja leicht. Ja. Aber Gold haben wir nicht mehr. Ja, ein bisschen Gold haben wir noch. Reicht leider noch nicht. Machen wir das später. Machen wir mal alles hier runter, was wir brauchen. So, und Eisen halt, aber das haben wir nur im Inventar. Ja. Müssen noch ein bisschen farmen gehen, hä? So. Ich habe natürlich nochmals auch ein bisschen weiter hier gemacht. Nein, das habe ich mir ja schon gezeigt, ne? Aber ja, hier bin ich jetzt noch nicht weitergekommen, habe noch nichts gemacht. So, jetzt lädt es gleich leider kurz ein bisschen. Wir gehen. Eigentlich nochmal in die Misty Mountain. Ne? Ja, wir müssen unbedingt ein bisschen erkunden, eine Farmwelt. Ja. Farm oder Home. Gibt's das? Ah, das haben wir hier gemacht, genau. Okay, sehr gut. Ja, ich bin halt jetzt momentan schon extremst aktiv. Sport machen und so. Wandern und so weiter. Weil ich ja später auch einen Vlog machen werde. Also Vlogs machen werde. Aha. Gut. Geht auch ohne, aber. So viel Gegner erwischt man einfach halt. Ja, dass die Gegner uns erwischen, genau. Sagte ich jetzt gerade. Jo. Also, die Gegner lassen sich gut besiegen jetzt. Daneben. Schon ein bisschen noch konzentrieren wegen dem Lecksaugen und so. Oh, schickt mich doch nicht so. Also, hier hätten wir ein ganz cooles Biom. Krass. Das Schwert ist einfach genial. Können wir mal ein bisschen mobluten ohne Gefahr. Ohne viel Gefahr. Und vor allem Creeper endlich mal ganz schnell killen. Ja. Das Schwert ist ja noch nicht verzaubert, wenn sich das auch noch verzaubern lässt und so.
Gott. Wir halten alles aus. anderthalb Herzen. Heftig. Nur verloren. Schon heftig. Yes. Alle Gegner sind so hyperaktiv. So, wir werden wahrscheinlich eine neue Welt gleich, also bald mal machen. Weil ich möchte unbedingt etwas bauen. Das ist vielleicht für viele Minecraft-Fans, aber vor allem auch Regnum-Fans erfreuen wird. Ich habe gehört, dass in Minecraft viele Forts und Castles gebaut wurden. Ich möchte die auch bauen, aber auch ein bisschen detaillierter nochmal. Und dafür mache ich jetzt einfach mal ein paar Bilder schon und ja, wir werden sie einfach mal nicht exakt nachbauen, 1:1. Aber so ziemlich exakt. Und ja, dafür brauche ich natürlich auch wieder Zeit. Und ich mache es im Survival-Modus. Da brauche ich leider noch mehr Zeit. Aber ich denke ja. Also ein Aetherius Castle wird es wahrscheinlich noch nicht sein, weil ich da nicht so gut hinkomme. Aber ein Imperia Castle kann ich eigentlich schon ziemlich bauen. Ich bin ja ein guter Bauer. Werden wir dann sehen. Jo. Machen wir einfach so eine Bauwelt, wo wirklich ihr Sachen bauen könnt, wo aus Bienen ist oder aus Riemen oder so. Oder einfach auch NPCs platzieren könnt. Ja, so Sachen. Einfach eine Bauwelt und nicht unbedingt eine RPG-Welt. Es muss kein Rundspiel da gemacht werden. Nur in unserer World-Welt, weil es hat einfach zu einem Rundspiel selber gehört. Jetzt muss ich schauen, wo das wieder war. In der Mitte, glaube ich. Gar nicht. Hallo. Ah, der hat gar keinen, okay. Hat keinen Quell. Scheiße. Okay. Nicht alle Iglus haben. Ding. Frech. Also leider kein Dungeon. Na gut. Ja, was machen wir dann? Wir gehen zu dieser Insel. Haben wir noch ein Boot? Nee. Und viele Sachen, die wir nicht brauchen. Ja. Leider müssen wir da ein bisschen außen herumgehen. Aber die Insel ist jetzt auch nicht gerade so besonders. Es sah nur so schön aus. Ja, es ist so. Also. Große Insel. So, hier ist ein Baum, könnte eine Truhe sein, irgendwo. Kristalle nehme ich jetzt nicht mit. Warum nicht in diese Farbe? Wir brauchen grüne für unser Königreich. Gülden. Ah, ist leider nichts hier. Hinten ist aber auch nochmal. Ah, das ist der gleiche Kiste. Oh nein, das ist eine neue Kiste. Okay, nehmen wir mit. So, hier hinten ist der da andere. Da. Sehr gut, haben wir auch. Eisen können wir noch ein bisschen mitnehmen. Das braucht man halt immer. Ja, ich wollte ja anfangen zu bauen, also jetzt so richtig, nicht nur das Dock. Aber es ist einfach zu schwer, Rohstoffe wirklich in rauen Mengen zu transportieren oder ja, zu lagern vor allem. Da möchte ich noch ein bisschen warten, bis ich halt alles verzaubert habe und so und ein Backpack habe. Oh, nochmals dieses Biom. Das ist jetzt aber ein neues, also nicht das gleiche, wie wir schon entdeckt haben. Ein Dachs, okay.
ist nur Eis, aber doch toll. Ah. So, ich muss mal kurz trinken, sonst. Ja, wenn man so viel Energie hat und alles. Man ist einfach ständig am Trinken. Trinken tut so gut. Oh, wieder verpackt. Ja, die sind immer verpackt. Die können mehrmals gleichzeitig angreifen. Das ist nicht so gut. Also weg von diesen Teilen. Gehen wir mal schön in dieses. Vielleicht hat es irgendwo ein Secret. Das sieht schon geil aus. Also. Allem, was aggressiv aussieht, von den Tieren meiden. Erstmal. Die Ritterrüstung ist zu zäh. Geht so schnell nicht kaputt. Oh, das ist besser. Was haben wir hier noch? Einfach Schotten. Richtig geil. Die Höhlen sind auch so süß. Ich würde gerne die Blumen mitnehmen. Ja, Backpack müssen wir als nächstes machen. Ja? Also die Blume hier mitnehmen, die gibt es nicht mehr so häufig. Aber es ist eine meiner Lieblingsblumen. Weil man sie auch zum Färben gut benutzen kann. So, leider haben wir jetzt gerade hier ein... Ja. Schon wieder zu wenig. Das Biom leider wieder zu Ende. Ja, gut. Ich merke es mir, ne? Er hat es schon aufs Dach bekommen. Wer nicht hören will, der muss wühlen. Gleichen, ja. Schade. Gerne ein bisschen blaue Vielfalt, aber das muss dann ein anderes Königreich haben. Also wir werden auch noch blau. Grün-blau, das wäre schon. Okay. Leider wieder ein nicht so interessantes Biom. Aber ziemlich schön. Das sind diese Sternen. Das ist nicht gesehen. Aber von Vanilla. Oh. Das Gras ist saftig. Und ein Gebirge, sehr schön. Was ich eigentlich mit euch jetzt eigentlich finden möchte, ist die Biome, die ich im Singleplayer gefunden habe. Aber die sind scheinen sehr selten zu sein. Also hier ist wirklich alles Schnee. Das passt nicht so zum Schnee. Zum Beispiel eine Oase, die echt mega beeindruckend detailliert ist und so. Dann ein Prismarinberg, weil die Prismarine natürlich schon selten sind, wenn man jetzt nicht unbedingt so die Wassertempel farmen kann, oder? Und dann noch ein, ja, vor allem die Pilz, also so ein riesen Pilz mit Glowstone unten dran, den möchte ich sehen. Ob wir den hier in der Farmwelt auch sehen können, weil es nicht so viele Sachen spawnen, also keine wie sagt man denn? Einfach Gebäude oder so. Spawnen halt nur Vanilla-Sachen und ein paar Mods. Heftig. Schon geil. Ja, die Gebirge sind immer sehr schön.
waren Besen zu imposant manchmal. Als würden sie nicht hingehören, aber hier einfach stehen. Das sind eigene Biome. Und deshalb auch immer anders als in der Nähe liegende Biome. Das ist ein Dreieck. Ich habe mir heute Mafia gekauft für minus 83%. Alle drei Titel. Mit allen Add-ons. Und ich weiß nicht, ich möchte das gerne Let's Play, nur habe ich nicht so viel Zeit für noch ein neues Projekt. Weil ich jetzt auch ein neues Projekt bringe, das ich schon mal gebracht habe, aber leider war es damals auch recht verbuggt. Und dann ist ja eigentlich noch Stardew Valley, aber da habe ich jetzt nicht so Lust, jetzt gerade zu beginnen. Da warte ich lieber noch ein bisschen. Ich glaube, es kommt bald noch ein Add-on raus oder so. Ein richtig großer Patch scheinbar. Leider ist es nicht so toll, hier jetzt zu erkunden. Ich möchte eigentlich jetzt wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder zurück. Bisschen Ladezeiten, wegen den Fehlmods, aber das ist nicht so schlimm. Hab ich Hunger und Heißhunger und so. Schon viele Sachen wieder dabei. Oh. Was eine Schallplatte. Jetzt haben wir schon die dritte gleiche. Ja, ja, egal. Ich möchte jetzt gerne bei einem Turm anfangen. Wir machen vier Türme in jeder Richtung. Einer. Also in jeder Eckrichtung. Jeder Eckenhimmelsrichtung. Und ich möchte dann so ein paar Hängebrücken drüber von Türmen, verschiedenen Türmen machen. Ich möchte nicht so militärisch wohnen, ich möchte eher so ein bisschen ja, chillig wohnen. Die Farben habe ich schon ein bisschen rausgesucht. Oh ja, wir haben recht wenig Schwarzeichenholz. Da müssen wir leider nochmal anpflanzen. Ja. Müssen wir noch ein bisschen anpflanzen. Können gleich zwei anpflanzen. Aber wo denn? Hier. Geht das hier? Sicher gehen. Die Leche brauche ich jetzt gerade nicht hier. Geht das hier nicht? Doch, jetzt verbockt. Und ein paar von diesen mache ich jetzt auch wieder weg. Die gefallen mir hier jetzt noch nicht so. Ist ein bisschen zu zahlreich. Ja. Ah ja, das Schiff noch grinden. Riden. Okay. Wie raidet man ein Schiff? Eigentlich von unten. Ich müsste irgendwie das Schiff... Ah, ich schau mal kurz auf die Zeit vom Video. Okay, wir haben genug Zeit. Es wird auch wieder Nacht. Ist nicht so gut. Also wir müssen irgendwie das schaffen, auf das Schiff zu kommen, also ein bisschen auf dem Schiff. Ohne dass sie uns sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind gerade ein bisschen dünnchen. Die Melody. So kann man die leicht besiegen.
sie irgendwie wieder aufs Schiff, also nicht aufs Schiff locken, aber im Wasser lassen und ich gehe aufs Schiff. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt so gut. Wo kommst du denn her? Ja, sicher. Wie soll man das überleben? Mann, die sind einfach viel zu stark. Wie soll man denn das überleben? Man ist im Wasser gefangen. Ja, kann ja nichts ausweichen. Ich hätte untergehen, also untergehen so ins Wasser. Ne, ja, wenn die da mal erstmal. Ja, die sind viel zu programmiert, oder? Die treffen natürlich immer. Ja, ist ja klar, ist ja nicht schwer, an Wasser zu dingen, aber das ist unglaublich. Jetzt haben wir wieder diese scheiß Levels verloren. Oh, muss denn das so verbuggt sein? Ich kann da nichts machen. Bitte nicht unterirdisch. Nicht unter Wasser, ey. Muss das sein, liebe Entwickler? Wieso macht ihr ein Spiel so kaputt, liebe Mod-Entwickler? Ah, okay. Ich habe nicht mal einen Grabstein mehr. Und sie können noch weiter treffen und unsichtbar schießen. Ist klar. Darf ich jetzt meine Items wieder? Ich muss mal kurz schauen. Ich wette, das ist weg. Und es ist hier drauf. Ja, sicher! Wie soll ich mir das retten? Und vor allem... Wieso hat der Schadenstrank? Also, es ist unmöglich. Unmöglich. Ich hole mir jetzt einfach das Zeugs. Liebe Uncrystal Warfare Leute, was macht ihr mit dem Spiel? Seid ihr nicht ganz dicht? Eieiei. Nein, nicht den neuen. So. Also mit der besten Rüstung, mit allem drum und dran, kann man die natürlich noch nicht schaffen, ne? Ja, gut. Jetzt muss ich dieses Level, die Level wieder fahren. Na gut. Mache ich. Bitte noch kurz unter Wasser schauen, ob irgendwelche Items gedroppt sind von den Gegnern, aber es wird wahrscheinlich auch wieder mein Untergang sein. Mein Unterwasseruntergang. Die Meerschnecke wird rankommen dafür. Ah, da ist er das getroppt. Ja, sicher. Ich komme nicht hoch. Ja, es ist nicht mein Griff. 1.13. Oh, ich komme nicht hoch. Oh. So kacke. Ich hasse das. Wieso hat Minecraft erst mit 1.13 überhaupt ein Wassergeschwindigkeits-Update bekommen? Es ist so nervig. Man kennt sich einfach nicht mehr aus. Man weiß nicht mehr, wann man auftauchen sollte. Und man hat ja, ich habe ja frühzeitig aufgetaucht. Nur, pff. Okay. Das ist so nervig. Also, bitte, liebe Entwickler, macht irgendwann mal ein Minecraft 2, was ein bisschen fairer ist. Aber viele Sachen sind nicht fair, wenn sie da noch hohem Schwierigkeitsgrad sind. Also, vor allem die Motor. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder einen Grabstein, nicht? Was ist jetzt diesmal? Bis man aufgetaucht ist, hey, so tief. Ja, sicher! Wieso, liebes Grabsteinmottchen, machst du das nicht einfach am nächsten? Hä? Dass man am nächsten Ort, das nächste Ort ist dort.
Eieieiei. Ja, und richtig anordnen könnt ihr es auch noch. Okay. Das nächste Mal einfach den Mod richtig machen. Dann hat man nicht so viel Probleme als Spieler. Oh Gott. Wir werden alle sterben. So, fertig, gecheatet. Ich bin jetzt so böse, ich cheate einfach alles. Nee, was ich will, ist einfach ein bisschen Fairness haben. Das gebe ich natürlich anderen Spielen auch, wenn sie mal irgendwie schlecht gestorben sind. An einem blöden Ort oder sonst irgendwas, aber. Wieso muss ein Spieler denn so übermäßig etwas leisten? Was ist der Grund dafür, dass die Modder, dass er uns so schwer macht? Also, wie der Schwierigkeitsgrad einfach gestiegen ist durch ein paar Mods, durch 111 Mods. Also 109 sind es jetzt momentan aktiv auf dem Server. Ja, deaktiviert wurden wieder. Aber das Modpack hat 111 Mods und ich als Spieler benutze 111 Mods. Und mir ist es ein Graus, einfach vom Schwierigkeitsgrad her, dass man so viel auch machen muss, oder? Man wird gezwungen, vieles zu machen, auf vieles vorbereitet zu sein. Also ein Schwert haben wir scheinbar bekommen. Ich muss nachher meinen, das ist klar. So, jetzt haben wir es gut aufgeräumt wieder. Und was haben wir? Ein Seil. Ja, sehr gut. Eine Leine. Eine Leine. Dann ein Trank der Vergiftung. Müssen wir auch eine neue Kiste machen. Mach ich mal hier rein. Und ja, ich levele, also hole mir das Zeugs wieder bei einem Spawner wahrscheinlich, wenn ich einen finde. Ja, Stoppschutz. Leitweitverlängerter Wurf, Reparatur Spikes. Verzauberung Leitweit, extends the throwing range of this weapon. Verzauberung langer Wurf, Angel kann weitergeworfen werden. Oh, repariert Rüstungen und Werkzeuge mit Erfahrungspunkten. These damage the enemies that hit the shield when blocking. Okay. Also dann, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn ein bisschen stressig war der Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Kann halt einfach nicht mehr machen. Ich will ja weiterspielen können. Deshalb habe ich halt ein bisschen gecheatet. Und ja. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.